Hallo und herzlich willkommen aus dem Bayerischen Landtag. Hier ist wieder Plenum TV für Main TV. Der Jahresbericht 2014 des Bayerischen Obersten Rechnungshofes ist veröffentlicht. Die Liste von Kritikpunkten ist lang. So soll zum Beispiel Kultusminister Dr. Ludwig Spänle für eine, ich zitiere, Förderung ohne Kontrolle bei der Erwachsenenbildung verantwortlich sein. Und Finanzminister Markus Söder beim Steuervollzug auf ganzer Linie versagt haben. Dort wird gerügt, was wir auch schon sehr oft gerügt haben, dass die Steuergerechtigkeit und die Verfahren zu wünschen übrig lassen, dass mehr Stellen in der Finanzverwaltung notwendig sind, dass mehr Betriebsprüferstellen notwendig sind. All das stellt sachlich fundiert der Oberste Rechnungshof fest. Was ich sehr vermisse, ist eine objektive Sachlichkeit. Gerade auch die persönlichen Angriffe gegen die Staatsminister Söder und Spänle kann ich in keinster Weise nachvollziehen. Der Oberste Rechnungshof ist nicht da, um politische Bewertungen abzugeben. Ich finde es auch nicht toll, dass die Presse eher informiert ist wie der zuständige Haushaltsausschuss. Der Oberste Rechnungshof sollte mir mal einen vergleichbaren Land in der Bundesrepublik oder auch in Europa nennen, wo solche geordneten finanziellen Verhältnisse sind wie im Freistaat Bayern. Kommen wir zu einem anderen Thema. Der Europäische Gerichtshof erklärte die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung für ungültig. Denn das Speichern von Telekommunikationsdaten ist ein besonders schwerwiegender Eingriff in das Privatleben. Zudem stamme die Richtlinie aus einer Zeit, in der noch keine Haushaltsgeräte digitale Spuren ihres Nutzers weitergaben. Wir müssen uns jetzt einmal unterhalten, wie wir gewisse Bereiche, ich denke gerade an islamistischen Hintergrund, an Terrorhintergrund, wie wir mit den Dingen umgehen, denn es ist ja allseits bekannt, dass es schon geholfen hat, wenn man gewisse Bewegungen von Menschen mitbekommt und wenn man da auch gewisse Daten abgleichen kann. Ja, erstmal ist es erfreulich, das Urteil. Zweitens hat mich ein bisschen überrascht, da bin ich aber sicherlich nicht der Einzige, dass das Gericht noch über den Antrag des Generalanwalts hinausgegangen ist. Das gibt eine gute Grundlage, jetzt sachlich und fundiert darüber nachzudenken und ein Verfahren auf den Weg zu bringen, das ein hohes Maß an Zustimmung erfahren kann. Das war wieder Plenum TV für Main TV. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus.